Und jetzt das Heute-Journal mit Hanna Zimmermann und Marietta Slomka. Guten Abend. Niedersachsen hat gewählt und in mindestens einer Hinsicht war es auch eine Niedersachsenwahl. SPD-Ministerpräsident Stefan Weil konnte seinen persönlichen Amtsbonus voll ausspielen. Die schwachen Umfrageergebnisse für die Bundes-SPD haben ihm nicht so geschadet, wie von manchen Sozialdemokraten befürchtet. Bei den anderen Parteien sieht das anders aus. Da lassen sich bundespolitische Wirkungen sehr viel stärker ablesen. Und Matthias Vornauf präsentiert uns das jetzt. Erstmal die neuesten Zahlen. Ja, und die neue Hochrechnung, die beantwortet mindestens eine offene Frage, die bis vor kurzem offen war. So viel kann ich vorweg sagen. Aber der Reihe nach, die SPD kommt auf 33,4%, die CDU unter 30 bei 28,0, die Grünen 14,6, die FDP mit 4,8, ziemlich sicher nicht im Parlament vertreten, die AfD 11% und die Linke, die schon nicht drin war, kommt erst recht diesmal nicht rein mit 2,7%. Wir schauen kurz auf die Gewinne und Verluste. Das lohnt sich, weil sich so viel bewegt hat in den letzten 5 Jahren. Wir gucken uns die beiden Hauptgewinner an. Das sind die Grünen mit 6 Punkten fast Zuwachs und die AfD mit fast 5 Punkten Zuwachs und verloren haben. Die SPD, obwohl sie Wahlsieger ist, mehr als 3 Punkte, die CDU mehr als 5 Punkte und die FDP mehr als 2 Punkte. Kurzer Blick auf die Sitzverteilung, weil sich da etwas verändert hat in den letzten Stunden. Die Größe des Landtags jetzt 146 Sitze, weil die SPD mehr Erststimmen gewonnen hat, als ihr nach dem Zweitstimmen zustünde. Dafür gibt es Überhangmandate, die werden teilweise ausgeglichen für die anderen Parteien. Und das ist jetzt die wichtige Zahl. 74 Sitze braucht man für die absolute Mehrheit. Und wir schauen mal, was das heißt fürs Regieren in Niedersachsen. Die bisher amtierende Große Koalition, die wird es natürlich locker schaffen über die Grenze von 74 mit 104 Sitzen. Aber die ist politisch von beiden nicht mehr wirklich gewollt. Für Rot-Grün mit 81 reicht es auch relativ deutlich. Und für Schwarz-Grün würde es nicht reichen, selbst wenn es politisch gewollt wäre. So viel zu den Zahlen. Dankeschön, Matthias. Ja, eine rot-grüne Koalition also möglich und wahrscheinlich. Ministerpräsident Weil hat im Wahlkampf ja auch immer gesagt, dass er sie nach Möglichkeit will. Und damit wäre die letzte große Koalition in einem deutschen Landtag beendet. Die Zeit der deutschen GroKos, und von denen gab es in Bund und Ländern ja einige, wäre dann erstmal vorbei. Diese und andere interessante Erkenntnisse dieses Wahltages fasst Anselm Stern zusammen. Beim sozialdemokratischen Jubel heute Abend ist ein bisschen Schadenfreude und eine ganze Menge Erleichterung dabei. Darüber, dass die SPD dann doch deutlich vor der CDU liegt und darüber, dass er sehr sicher auch in Zukunft der Ministerpräsident von Niedersachsen sein wird. Wir haben gekämpft und wir haben heute Abend gewonnen, liebe Freundinnen und liebe Freunde. Wir haben die stärkste Fraktion im Niedersächsischen Landtag. Die Wählerinnen und Wähler haben der SPD den Regierungsauftrag erteilt und niemand anders sonst. Stefan Weil, SPD, feiert und bleibt also wohl der mächtigste Mann im Land. Bernd Althusmann, CDU, wollte das unbedingt werden. Vom Kopf-an-Kopf-Rennen, von der echten Chance hatte er im Wahlkampf immer gesprochen. Jetzt verliert er wieder gegen Weil, wie schon 2017. Diesmal wirft er hin. Dieses Votum nehmen wir demütig an. Auch ich persönlich nehme dieses Votum an. Ich werde dem Landesvorstand morgen vorschlagen, dass ich für das nächste Amt des Landesvorsitzenden nicht mehr zur Verfügung stehe. Und so sieht das Gegenteil aus in Sachen Stimmungslage. Die Grünen freuen sich über das beste Ergebnis bei einer Landtagswahl in Niedersachsen. Es wäre möglicherweise noch besser geworden ohne Störfeuer aus Berlin. In Hannover wollen sie nun regieren, zusammen mit der SPD. Die Menschen in Niedersachsen haben Rot-Grün gewählt. Das passt auch gut zur Ampel. Wir müssen diesen Winter gut durch diese Krise kommen. Da haben SPD und Grüne gute Konzepte. Und ich denke, das werden wir dann auch voranbringen. Mitregieren wollen eigentlich auch sie, die Freien Demokraten von Stefan Birkner, die jetzt allerdings extrem zittern um den Einzug in den Landtag. Aktuell sieht es nicht nach einem Einzug aus. Ich denke, ich kann für uns alle sprechen, dass wir uns das nicht ganz so spannend vorgestellt haben, wie sich das jetzt abzeichnet. Bangen bei der FDP, kräftig klatschen bei der AfD. Klar zweistellig, selbst erklärtes Wahlziel damit fast erreicht. Wir haben unser Wahlergebnis verdoppelt. Das, was ich gesagt habe, dank euch.
Niedersachsen hat gewählt, neue Machtverhältnisse im Landtag. Die Macht des Regierungsauftrages liegt nun bei der SPD und bei... Stefan, einmal noch kurz zurück. Stefan Weil, der die Bühne ohne Blumen verlassen wollte, er bekam sie noch, zusammen mit noch mehr Applaus für den Wahlsieg in Niedersachsen. Tja, und so wie die Bundespolitik in die Niedersachsenwahl hineinspielt, so schallt es jetzt aus Hannover natürlich auch zurück nach Berlin. Für die FDP ist das Ergebnis ziemlich desaströs. Das kann man wohl so sagen. Und es wirft die Frage auf, wie sie sich künftig in der Ampel aufstellen will. Oder, wie Christian Lindner es am Abend schon formuliert hat, sie will ihre Rolle überdenken. Ja, dazu gleich sprechen wir gleich noch. Und wir sprechen gleich auch natürlich noch mit dem Wahlsieger. Einiges zu überdenken haben auch die CDU und Friedrich Merz, für die lief es auch nicht wirklich gut. Und die SPD kann zwar erleichtert sein, aber sich keineswegs erleichtert zurücklehnen. Dazu gibt dieses Ergebnis dann auch keinen Anlass. Und für die Grünen haben die Kompromisse, die sie gemacht haben, und die Probleme, die bei der Umsetzung, Stichwort Wirtschaftsministerium, der Politik auftraten, auch wahrscheinlich Punkte gekostet. Ganz anders bei der AfD, die kann sich als Krisengewinnerin fühlen. Und während die Linken einen ähnliche Strategie verfolgte, wurde sie abgestraft. Die Reaktionen aus Berlin hat uns Winnie Heescher zusammengefasst. In der Parteizentrale der SPD wirkt Saskia Esken ziemlich allein zu Hause. Leere Stille, keine Wahlparty, nicht mal hier. Die SPD hat nicht geglänzt, aber die Wahl gewonnen. Und Esken ahnt wohl, dass es in der Ampel nicht leichter werden wird. Wir müssen ja angesichts der Krise in Europa, dem Krieg, den wir haben, der Energiepreiskrise, auch verantwortungsvoll regieren und uns nicht mit einzelnen Situationen und Schwierigkeiten befassen, vor allem nicht gegeneinander. Und das werden wir auch weiterhin tun. Landtagswahl um Landtagswahl hat die FDP hier nichts zu feiern in diesem Jahr. Die Partei sitzt in der Patsche. Sie sucht ihre Rolle und auch der Parteichef findet kein Rezept. Man fühlt sich missverstanden. Deshalb werden wir uns die Frage vorlegen müssen in der nächsten Zeit, wie wir die entscheidenden Lösungsbeiträge der FDP, die Rolle der FDP in der Ampelkoalition so auch profilieren, dass die Wählerinnen und Wähler, die eine liberale Partei der Mitte unterstützen wollen, die FDP auch genau als diese Partei erkennen. Probleme verkannt zu werden, hat die AfD nicht. Angst schüren, Wut einsammeln, das hat verfangen im Westen Deutschlands. Für uns geht es immer um das Land und was wir ja gerade erleben, wir stehen auch an der Schwelle eines dritten Weltkrieges. Auch das muss man mal klar benennen. Keine andere Partei benennt überhaupt dieses Problem, dass diese Eskalationsstufe, die auch von einer Bundesregierung oder von Personen wie Frau Strack-Zimmermann oder auch selbst Friedrich Merz immer weiter vorangetrieben wird, das sorgt die Leute. Apropos Friedrich Merz. Der hatte mal versprochen, als Parteichef die AfD zu halbieren. Heute blieb er als einziger Parteichef unsichtbar. Die Schuldfrage laden andere bei der Landes-CDU ab. Wenn Friedrich Merz sich nicht so eingesetzt hätte, meine Meinung, wäre das Ergebnis schlechter gewesen. Die Menschen wollen Stabilität. Und Herr Weil hat diese Stabilität diesen Menschen anscheinend gegeben. Das muss man respektieren. Und so ist es gelaufen. Gelaufen. Bei der Linken ist schon früh das Licht aus. Die Partei hat keine Antwort auf ihre Niederlagen. Und die Grünen wissen wieder, sie können sich auf gute Umfragen nicht verlassen. Die Ampel trägt in dieser Zeit eine riesengroße Verantwortung. Wir müssen die Menschen durch den Winter bringen. Und ich glaube, das hat man ja gerade auch bei Herrn Lindner gehört. Dazu stehen wir alle weiterhin bereit. Und davon werden wir morgen und die Wochen danach gemeinsam daran arbeiten. Da ist es wieder, das Beschwören des Zusammenhalts. Die FDP wird es gehört haben. Beweisen muss es die gesamte Ampel. So, und jetzt ist uns erstmal der Wahlsieger zugeschaltet, Ministerpräsident Stefan Weil. Gratulation und guten Abend nach Hannover, Herr Weil. Hören Sie mich, Herr Weil? Hallo, Frau Slomka, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Hören Sie mich, Frau Slomka? Ja, Sie mich auch. Ich höre Sie gut. Ich höre Sie nicht gut, das ist das Problem. Das ist ja ziemlich trubelig. Also Sie müssten es vielleicht mit mir mehr laut und deutlich probieren. Ja, ich versuche es mal. Ich schreie mal ein bisschen. Also als loyaler Sozialdemokrat werden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, nee, ist nicht. Aber eigentlich sagt heute Abend jeder, der Herr Weil, der hat trotz Olaf Scholz und der Ampelkoalition gewonnen. Ja, Sie haben mir die Antwort vorweggenommen, das ist nicht so.
Ich habe absoluten Respekt vor der Arbeit, die Olaf Scholz und die Regierung in Berlin derzeit zu leisten haben. Das ist mit Abstand die schwierigste Situation, in der sich jemals eine Bundesregierung wieder befunden hat. Und ich halte überhaupt nichts davon, jetzt immer zu sagen, was vielleicht an dieser oder jenen Stelle immer noch hätte besser laufen können. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Ich habe meinen ganzen Wahlkampf nicht mit einer Opposition gegen Berlin bestritten, sondern wenn, erstens mit dem Ausdruck von Respekt und zweitens mit eigenen Vorschlägen, die aber Substanz haben. Ein Ergebnis an diesem Wahlabend, das muss Sie trotzdem betrüben, das ist das extrem starke Abschneiden der AfD, die auch von der SPD Wähler dazu gewonnen hat. Sie regieren dieses Land, das kann Ihnen eigentlich nicht egal sein. Niedersachsen ist eigentlich kein Traditionsland für Radikale. Ja, also Sie merken, was hier gerade im Hintergrund los ist. Mhm. Und da muss ich wirklich um Verständnis bitten. Ich habe mir diesen Sendeort hier gerade nicht ausgedacht. Ich fürchte, das wird mit uns beiden heute nicht ganz einfach werden. Okay, ich versuche es noch mal. Wie erklären Sie sich das starke Abschneiden der AfD? Naja, die Antwort liegt, glaube ich, ziemlich auf der Hand. In einer Situation, in der sich viele Menschen absolut nachvollziehbarerweise sehr viele Sorgen machen, da liegt die Versuchung nahe, es einfach denen da oben auch mal zu zeigen. Und wenn ich es recht verstanden habe, gibt es Umfragen, die sagen, dass die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler der AfD selber sagt, sie wählen die AfD nicht, weil sie Vertrauen in diese Partei haben, sondern weil sie ihren Protest zum Ausdruck bringen wollen. Für mich lautet die Schlussfolgerung daraus, dass wir durch gute Politik das Vertrauen auch von solchen Menschen zurückgewinnen können. Das liegt an uns selber und so muss es, glaube ich, in der Demokratie auch sein. Also das ist für mich der große Wermutstropfen des heutigen Abends. Aber es ist etwas, was ich eher als Auftrag empfinde und daran will ich gerne mitarbeiten. Es heißt ja immer, große Koalitionen stärken die Ränder. Kann es helfen, wenn Sie jetzt keine große Koalition mehr fortsetzen, sondern mit den Grünen koalieren? Ach, das weiß ich nicht. Wir haben durchaus die Erfahrung gemacht, muss ich sagen, dass wir in der Pandemie in Niedersachsen gut zusammengearbeitet haben zwischen den beiden Großen und da gab es dann auch Zustimmung. Ich glaube, am Ende ist es immer abhängig davon, dass man überzeugende Ergebnisse hat, die auch gut zu kommunizieren sind. Dann sind Menschen nach meinen Erfahrungen bereit, auch in schwierigen Situationen zu sagen, okay, das macht Sinn, da gehe ich mit. Es liegt, ich wiederhole es einfach nochmal, eben zu einem guten Stück an uns selber und diese Einsicht, die nehme ich jedenfalls aus diesem Wahlkampf mit. Denn ich habe natürlich auch viele Diskussionen mit Menschen gehabt, die am Ende wahrscheinlich nicht die SPD gewählt haben, so sehr ich mich bemüht habe. Herr Weil, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Auf Wiederhören. Tschüss. So, und der nächste Gesprächspartner steht auch schon bereit. Mal sehen, ob es da genauso laut ist oder er mich etwas besser versteht. Christian Dürr, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und selbst auch Niedersachse. Guten Abend, Herr Dürr. Guten Abend, Frau Slomka. Herr Dürr, man sieht es schon so ein bisschen an Ihrem Gesichtsausdruck. Das ist ein ziemlich desaströser Abend für die FDP. Der FDP-Chef hat schon gesagt, wir müssen unsere Rolle in der Ampelkoalition überdenken. Der Generalsekretär bläst eigentlich ins gleiche Horn und sagt, wir haben da Riesenprobleme. Das klingt ein bisschen panisch. Es geht nicht um Panik, Frau Slomka. Wir haben Verantwortung in sehr schwierigen Zeiten übernommen. Und da Sie Stefan Weil gerade im Interview haben, lassen Sie mich das bitte sagen. Ein Glückwunsch an die niedersächsische SPD und Stefan Weil als Ministerpräsidenten, der ja auch wieder in Zukunft sein wird. Das muss man anerkennen, gleichwohl. Das Ziel in der Ampel ist, dass Deutschland aus der Mitte regiert wird. Das wäre auch unser Ziel für Niedersachsen gewesen. Und das hat eindeutig nicht geklappt. Deswegen ist das ein bitterer Wahlabend. Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Ja, und jetzt noch mal meine Frage, welche Konsequenzen Sie dann im Hinblick auf die Bundesampel daraus ziehen? Ja, es bringt jetzt nichts, heute Abend über Konsequenzen bereits zu reden, sondern es geht jetzt darum, zu schauen, was das Ergebnis insgesamt bedeutet und natürlich, was unsere Rolle in der Ampel ist. Das Ziel ist, wie gesagt, Deutschland aus der Mitte heraus zu regieren. Und wir regieren zusammen in Berlin mit zwei strukturell eher linken Parteien, mit Sozialdemokraten und Grünen. Das ist herausfordernd. Als wir die Koalition eingegangen sind, wussten wir um die Schwierigkeiten im Grundsatz, aber natürlich nicht um die katastrophale Kriegssituation, um die Energiekrise. Und da waren wir in den letzten Wochen ja auch sehr deutlich
und vehement und haben uns da auch von Koalitionspartnern unterschieden. Jetzt müssen wir in der Ampel schauen, wie das weitergeht, denn wir werden in den kommenden Wochen ganz wichtige Entscheidungen für Deutschland treffen müssen. Und wir sind in Verantwortung gegangen nach der Bundestagswahl, weil damals die Union nicht regierungsfähig war. Und wir stellen uns natürlich auch jetzt der Verantwortung, das ist doch klar. Aber schwierig ist es, da will ich auch nichts beschönigen. Haben Sie denn vielleicht auch selbst Fehler gemacht? Weil wenn man so die Statements des Abends hört, dann hört man vor allem, oh, die anderen haben sich auf unsere Kosten profiliert und das war alles viel zu link. Und der Herr Lindner muss das alles bezahlen, was in der Natur der Sache liegt, wenn man Finanzminister ist. Wo hat denn die FDP strategische Fehler gemacht in diesem ersten Bundestagswahljahr? Also Frau Slomka, als freier Demokrat liegt die Eigenverantwortung sozusagen in unserer DNA. Deswegen geht man natürlich selbstkritisch mit sich um und muss sich fragen, inwiefern man richtig arbeitet. Das ist doch ganz selbstverständlich, gerade nach einer Wahlniederlage wie heute in Niedersachsen. Ja, können Sie denn einen Punkt benennen? Das heißt nicht, dass man nicht Verantwortung übernehmen will. Und ich will Ihnen an einem Punkt es festmachen, sehr konkret sogar, nämlich bei der Frage, wie gehen wir jetzt auch finanziell und von Staatsseite. In den letzten Wochen ist der Eindruck in der Bundespolitik entstanden, dass der Staat alles finanzieren könne. Dem haben wir teilweise widersprochen. Aber in der Ampel, das muss man so klar sagen, ist bei Sozialdemokraten und Grünen dieser Eindruck nach wie vor da. Wahrscheinlich müssen wir deutlicher machen, dass in so einer Krise man nicht alles nur mit Staatsgeld zukitten kann, sondern man jetzt auch energiepolitische Entscheidungen, denken Sie an die Kernenergie beispielsweise, treffen muss. Und das ist die Aufgabe der FDP. Das ist keine leichte Aufgabe, da mache ich mir überhaupt nichts vor. Aber wir haben da eine bestimmte Rolle, das heißt, nämlich aus der Mitte heraus zu regieren. Und da werden wir uns auch selbstkritisch überprüfen, Frau Slomka. Das heißt, Sie setzen jetzt voll auf die Atomkraft. Das hat die CDU auch versucht. Beides war aber jetzt in Niedersachsen auch nicht so erfolgreich. Ist das wirklich das Thema, mit dem man dann noch mal einen ganz großen Stimmenaufschwung bekommt? Das würde ich anders sehen, Frau Slomka. Die CDU in Niedersachsen hat einen Wahlkampf gemacht mit einem einzigen Inhalt, nämlich gegen die Ampel. Und das ist zu wenig. Es reicht ja nicht aus, als Politiker in Verantwortung und zumal wir als Freie Demokraten auf Bundesebene in Regierungsverantwortung einfach nur zu sagen, wogegen man ist, sondern man muss schon deutlich sagen, wofür man ist. Und da haben wir Konfliktpunkte in der Ampel, das ist öffentlich bekannt. Und da werden wir jetzt in den kommenden Wochen sicherlich auch mit den Koalitionspartnern darüber reden müssen, wie die entschieden werden. Denn nochmal, die einfache Antwort, dass man einfach nur mehr Schulden macht, das ist nicht die Antwort der FDP. Und deswegen geht es jetzt darum, konzentriert arbeiten auf der einen Seite, aber sich natürlich auch selbstkritisch überprüfen. Das gehört eben genauso dazu. Aber ich bin nicht der Auffassung, dass man am Ende des Tages sagen sollte, wir wollen keine Verantwortung, die wollen wir sehr wohl. Aber gleichzeitig muss man sich eben stetig überprüfen. Und nochmal, da stehen jetzt ganz, ganz wichtige Entscheidungen an. Wir haben Verantwortung in einer schwierigen Zeit übernommen. Und jetzt geht es auch dazu zu stehen, zu dieser Verantwortung. Also wir ahnen, das gibt noch einige Konflikte in Berlin. Herr Dürr, danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Slomka. Zur Landtagswahl in Niedersachsen und ihrer bundespolitischen Bedeutung jetzt ein Kommentar von der Chefredakteurin des ZDF, Bettina Schausten. Die letzte Wahl in diesem Krisenjahr und drei Lehren daraus. Erstens, die SPD kann gewinnen. Ein beliebter Amtsträger, sympathisch und glaubwürdig, macht das Rennen. Das ist klassisch für eine Landtagswahl, bei der sich die Menschen, zumal in Krisenzeiten, hinter dem Vertrauten versammeln, wenn sie ihm denn vertrauen. Olaf Scholz im Kanzleramt wird durch das Wahlgeschenk aus Hannover ein Stück weit entlastet, sollte daraus aber keinen allzu großen Vertrauensbeweis in seine Person ableiten. Stefan Weil hat mehr trotz als wegen Olaf Scholz gewonnen. Zweitens. Die CDU kann mit Attacke auf die Ampel nichts gewinnen und ist längst nicht so stark, wie es der Bundesvorsitzende Merz proklamiert. Nicht die Stärke der CDU wird der Berliner Ampel gefährlich, sondern die Schwäche der FDP. Für die Liberalen geht ein katastrophales Wahljahr zu Ende. Dem Vorsitzenden Lindner ist es nie gelungen, das Versprechen an seine Wähler einzulösen, korrektiv für Rot-Grün zu sein. Der grüne Erfolg übrigens sieht größer aus, als er ist. Im Plus schlummert auch ein Habeck-Dämpfer, sagen wir es so, Schwein gehabt. Und schließlich drittens. Die große Mehrheit in Niedersachsen hat die demokratische Mitte gewählt. Doch Krieg und Krise werden bedrohlicher, davon profitiert die AfD.
Gegen explodierende Energiepreise und Inflation braucht es jetzt konkrete Konzepte. Keine Beruhigungspillen in Comicsprache. Denn wo soll das hinführen? So ein Wahlabend im Duktus des Doppelwumms klänge dann so. FDP am Boden, krabumm. CDU geknickt, zack. Grüne weniger stark als gedacht, boing. AfD, ojemine. Und die Ampelperspektive, bumm, krach, peng. Im Ernst? Bitte nicht. Die Bürgerinnen und Bürger wollen und brauchen Antworten. Der Wahlkampf ist vorbei. Jetzt bitte dringend zur Sache. Es eilt. Bettina Schausten kommentiert. Zahlen, Analysen und Hintergründe finden Sie bei uns natürlich auch reichlich online auf ZDF heute. Und jetzt erstmal andere Nachrichten des Tages, die hat Hanna Zimmermann. Nach der Sabotage an zwei Kommunikationskabeln bei der Deutschen Bahn hat der Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin die Ermittlungen übernommen. Ein politischer Hintergrund sei nicht auszuschließen, erklärte eine Sprecherin. Gleichzeitig mehren sich die Forderungen nach einem besseren Schutz der Infrastruktur. Grünen-Chef Nuripur sagte, dafür sei mehr Geld und eine bessere Verzahnung von Bund und Ländern nötig. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Frei schlug den Einsatz von Drohnen und Sensortechnik vor. Auch in Österreich gab es heute eine Wahl, nämlich die des Bundespräsidenten. Das Ergebnis eindeutig. Alexander Van der Bellen bleibt für 6 weitere Jahre im Amt. Schon im ersten Wahlgang konnte sich der 78-Jährige die absolute Mehrheit sichern. Laut vorläufigem amtlichen Endergebnis kommt er auf 54,6%. Eine Stichwahl ist damit nicht nötig. Van der Bellen trat als unabhängiger Kandidat an. Mit Ausnahme der FPÖ unterstützen ihn alle wichtigen Parteien. Bundesinnenministerin Faeser will offenbar den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik Schönbohm abberufen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Hintergrund sind mögliche Kontakte Schönbohms zu russischen Geheimdienstkreisen über den umstrittenen Verein Cybersicherheitsrat Deutschland. Zuvor hatte das ZDF-Magazin Royal darüber berichtet. Aus Ministeriumskreisen hieß es, dass die für Donnerstag geplante Vorstellung des BSI-Lageberichts zusammen mit Faeser verschoben werde. Protestwelle in Iran ebbt mehr als 3 Wochen nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini nicht ab. Auch an diesem Wochenende gingen die Menschen in zahlreichen Städten auf die Straße und das trotz des gewaltsamen Vorgehens der Sicherheitskräfte. Die Proteste machten dabei auch vor dem iranischen Staatsfernsehen nicht Halt. Durch einen mutmaßlichen Hack wurde das Programm kurzzeitig unterbrochen. Zu lesen war die Botschaft: Steht auf und schließt euch uns an. Es ist auffällig, wie lange sich die russische Seite bedeckt hielt mit offiziellen Reaktionen auf die Explosion auf der Krimbrücke. Und sogar erst mal das Augenmerk auf einen russischen LKW richtete als möglichen Verursacher. Die Ukrainer spielten diese Karte ebenfalls und raunten, der Anschlag sei möglicherweise Ausdruck interner Kämpfe im russischen Machtapparat. Was tatsächlich die Explosion ausgelöst hat, wissen wir immer noch nicht. Aber die russische Führung hat sich jetzt entschieden, was sie dazu sagen möchte. Die Ukrainer seien es gewesen. Das ist einerseits ein Eingeständnis. Der Feind konnte unser bestbewachtes Prestigeobjekt attackieren. Andererseits lassen sich damit jetzt auch Racheaktionen begründen. Christiane Hoffmann berichtet. Mitten in der Nacht kamen die russischen Raketen. Augenzeugen sprechen von einem Dutzend. Sie schlugen in mehrere Wohngebäude der südukrainischen Stadt Saporischschja ein. Mindestens 17 Menschen sind tot, Dutzende verletzt, so die ukrainische Regionalverwaltung. Die Überlebenden im Schock, wie die 73-jährige Tatjana Lasunko und ihr Mann, die die Explosionen in ihrer Wohnung erlebten. Wir saßen hier zwischen den Wänden, auf dem Stuhl. Alles ist durch die Gegend geflogen. Ich habe geschrien. Hier gibt es kein Militär, keine Fabriken. Warum bombardieren sie uns? An anderer Stelle wurden mehrere Häuser komplett zerstört. Am Morgen danach begannen Helfer aufzuräumen. Der ukrainische Präsident Selenskyj sprach von einer bösartigen, terroristischen Attacke auf Zivilisten.
Einen Tag nach den Explosionen auf der Krimbrücke, die Russland mit der besetzten Halbinsel verbindet, wurden 2 der 4 Fahrspuren für Autos freigegeben. Der Nachschubweg für Putins Armee bleibt empfindlich gestört. Die Russen stehen jetzt hier im Stau. Sie sagen uns, die Fähren sind zu klein, sie können nur 20 Autos aufnehmen. Der Stau hier ist 15 Kilometer, das heißt, wir werden hier 8 bis 10 Stunden stehen. Der russische Präsident Putin gab am Abend dem ukrainischen Geheimdienst und Ausländern die Schuld an den Explosionen. Es gebe keine Zweifel an einem Terrorakt gegen russische zivile Infrastruktur, so Putin. Und in der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben die Menschen die Explosionen auf der Krimbrücke auch wahrgenommen, durchaus mit gewisser Freude. Das hat uns glücklich gemacht, es war ein guter Morgen. Im Hinterkopf haben wir aber immer die Frage, was die Folgen sein werden. Die Lage ist gerade nicht so einfach. Ein weiterer Tag im Ukraine-Krieg. Russland scheint in der Defensive. Doch die Kämpfe sind noch lange nicht vorbei. Und bei dir, Hanna, geht es jetzt mit den Meldungen vom Sport an diesem Wochenende weiter. Ja, der Niederländer Max Verstappen hat sich zum 2. Mal den Weltmeistertitel in der Formel 1 gesichert. Beim großen Preis von Japan landete Verstappen noch vor Teamkollege Perez und Ferrari-Pilot Leclerc auf dem 1. Platz. Nach einer Regenunterbrechung und daraus folgender Verwirrung um die Punktevergabe stand dann fest, der Titelverteidiger ist bei den 4 noch ausstehenden Rennen nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen und steigt damit in den Kreis der Mehrfachweltmeister auf. Beim Finale der Tischtennis-WM in China hat die deutsche Nationalmannschaft den Weltmeistertitel verpasst. Das Team von Trainer Roßkopf unterlag, wenig überraschend, den Favoriten und Langzeitsiegern aus China mit 0:3. Die Freude über die erlangte Silbermedaille war dennoch groß, zumal das Team aus WM-Finaldebütanten bestand. Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga gab es heute 3 Begegnungen. Das Rhein-Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln endete 5:2. Hertha BSC und der SC Freiburg trennten sich 2:2. Und die Partie VfB Stuttgart gegen den 1. FC Union Berlin endete mit 0:1. Die nächste Woche wird innenpolitisch natürlich noch sehr unter dem Eindruck der Niedersachsenwahl stehen. Was uns darüber hinaus das Weltgeschehen noch an Ereignissen bescheren wird in diesen Zeiten, wissen wir nicht. Aber einige Termine sind natürlich vorhersehbar. Unser Ausblick von Jörg Bill. Die UN-Vollversammlung wird sich morgen in einer Dringlichkeitssitzung mit der Annexion der 4 ukrainischen Gebiete durch Russland befassen. Erwartet wird eine Resolution, die die Annexion verurteilt. Russland kann kein Veto einlegen, völkerrechtlich verbindend wäre die Resolution aber nicht. Knapp 1 Million ukrainische Kriegsflüchtlinge, dazu steigende Asylbewerberzahlen aus anderen Ländern. Am Dienstag will sich Bundesinnenministerin Faeser mit kommunalen Verbänden über die Unterbringung der Geflüchteten austauschen. Ziel des Gipfels: eine bessere Verteilung. Es wird das erste hochrangige Treffen auf NATO-Ebene nach der Annexion der russisch besetzten Gebiete. Am Mittwoch werden die NATO-Verteidigungsminister in Brüssel zusammenkommen. Die wichtigste Frage: Wie verhält sich das Atlantische Bündnis angesichts dieser neuerlichen Eskalation? Die Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen ab Freitag könnte zu einer Zerreißprobe für die Partei werden. Größter Streitpunkt: der geplante AKW-Streckbetrieb. Nach 3 digitalen Corona-Parteitagen werden die Delegierten in Bonn erstmals wieder physisch zusammenkommen. Und so wird voraussichtlich das Wetter in den kommenden Tagen die Aussichten. Morgen teils Sonne, teils Wolken, am Nachmittag von Nordwesten her Regen, ganz im Westen und Süden vereinzelt Schauer. Höchstwerte 15 bis 22 Grad. In den nächsten Tagen meist ruhiges Wetter mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und Nebel. Am Donnerstag im Süden wieder Regen, 13 bis 18 Grad. Und zum Abschied jetzt noch etwas Schönes. Das tut doch gerade in diesen Zeiten gut. Musik, Klassik. Zum Seelentrost. Und da schauen wir auf eine besondere Künstlerin. Die Mezzosopranistin Léa Desandré hat eine kometenhafte Karriere gemacht.
Sie erwecke alles, was sie anfasst, zu Leben und Schönheit, so die New York Times. Und heute wird sie in Berlin als Sängerin des Jahres ausgezeichnet. Die Opus-Klassik-Verleihung gibt es dann jetzt gleich im Anschluss hier im Programm. Und von uns beiden war es das an diesem Sonntagabend. Um 0.15 Uhr gibt es dann hier die nächsten Heute-Nachrichten. Und hier melden sich morgen Abend Hanna und Christian Sievers. Auf Wiedersehen. Tschüss.